und machen weiter mit dem Aufwärmen vom Hals- und Nackenbereich. Atmen aus, Kopf runter, atmen ein, schwenken den Kopf zurück. Und machen mit eigener Geschwindigkeit weiter, selbstständig. Und versuchen eine Beweglichkeit im Nacken zu erreichen. Die Aufmerksamkeit ist immer gerade dort, wo die Bewegung passiert. Wir atmen ein, strecken den Kopf aus, links und rechts bewegen. Auch hier mit dem Ausatmen gehen wir runter, einatmen hoch. Einatmen Mitte. Ausstrecken, nächste Bewegung, Kopf drehen, links und rechts. Einatmen Mitte und ausatmen, Kinn runter, den Kopf rollen. Ein, zurück, ausatmen nach vorne. Gehen mit dem Kinn runter, atmen hier ein und aus. Versuchen, das Kinn zum Brustbein zu drücken und den Nacken so zu dehnen. Und beim nächsten Einatmen gehen wir in die andere Richtung. Auch ein paar Mal kreisen. Und von der Mitte kehren wir dann zurück. Atmen aus, die Schultern runter, Arme zur Seite. Atmen ein, Arme hoch, greifen die Arme zusammen, drehen die Handfläche nach oben und strecken uns aus. Ziehen den Bauch leicht zurück, ziehen die Schultern höher, Brustkorbhöhe, Handflächenhöhe. Atmen tief in den Bauch. Ziehen den ganzen Körper nach oben. Entflechten die Finger, ziehen uns parallel hoch. Nehmen die Arme zusammen und wärmen die Gelenke, Schultern, Ellbogen, Handgelenke auf. Richtig ein Ellbogen runterziehen zur Seite. Beide Arme hoch. Nochmal ausstrecken. Einatmen ran. Ausatmen vor, weit ausstrecken. Schultern leicht, nicht Schultern, sondern zwischen den Schulternblättern diesen Punkt leicht zurück, Schultern nach vorne. Einatmen, Brustkorb leicht vor. Ausatmen hoch. Ein. Ausatmen nach vorne. Einatmen ran. Ausatmen hoch. Einatmen. Ausatmen vor.
Einatmen ran. Ausatmen. Ausstrecken, langsamer werden. Rechts geht hinter den Rücken, links über das Knie. Hochstrecken zuerst und hinter die rechte Schulter zurückschauen. Rotation in der Wirbelsäule. Der Kopf geht auch mit in die Drehung hinein. Und wir atmen hier ein paar Mal tief in den Bauch runter. Strecken seitlich die Oberkörpermuskeln. Strecken sie diagonal aus in der Rotation. Beobachten, wie die Atmung arbeitet, wie die Bauchdecke sich bewegt. Und atmen wieder ein. Zuerst Arme unten beim Ausatmen. Einatmen nach oben. Hochstrecken. Arme lösen. Kurz parallel hochgestreckt. Die Arme gehen so weit zurück, wie es geht. Und wieder gerade. Und links nach hinten, rechts. Hält am Knie. Und wir drehen uns zur anderen Seite, nach links. Und das Kinn geht näher zur linken Schulter und der Kopf streckt nach oben aus, so weit wie es geht. Atmen aus, geh noch weiter zurück. Und einatmen Mitte. Lösen die Padmasana, wenn eine da ist. Gehen in die Katze über, Marjoriasana. Rechts Ferse zurück, Fußspitze ranziehen. Ganz kleine Kreise in der Luft. Und machen dann weitere Aufwärmübungen für den Rücken und die Beinmuskeln. Ziehen das Knie vor Kopf zurück, Kopf runter. Einatmen, ausstrecken, Ferse etwas höher. Ausatmen, zusammenrollen. Ein. Ausatmen. Einatmen, Kopf hochstrecken. Ausatmen, zusammenrollen. Ein. Aus. Einatmen. Aus. Einatmen. Wir greifen mit links den rechten Fuß und strecken uns nach oben aus. Mit der Hand kann man sich auch ein bisschen höher drücken. Mit der rechten Hand, mit der wir stützen. Ein paar Sekunden ziehen wir den Fuß noch höher und langsam wieder auslassen. Beide Knie zusammen, gehen kurz nach hinten, strecken den Rücken aus. Die Arme gehen weiter nach vorne. Die Finger wandern vor und ziehen die Rückenmuskeln. Gehen mit dem Oberkörper vor, obere Planke. Halten einige Zeit diese Position. Der Körper ist auf einer Linie. Ferse bis Scheitelpunkt. Eine gerade Linie. Atmen weiter. Atmen aus, gehen in die untere Planke, Ellbogen an die Rippen ran, versuchen uns knapp so über dem Boden in der Luft zu halten. Ziehen die Matte auseinander, Arme ziehen vor, Füße ziehen zurück. Atmen ein, Planke oben. Gehen mit den Knien langsam runter,
in die Marjorie Asana zurück, in die Katze, linke Ferse zurück, Fußspitze ran und Kreisbewegung mit den Beinen. Eine Richtung. Kreisbewegung geht aus der Hüfte, aus dem Rücken. Andere Richtung. Und dann in der Dynamik Knie vor und Stirn runter. Einatmen. Ausatmen. Und einatmen, auseinanderstrecken. Ausatmen. Ein. Ausatmen. Einatmen. Langsam ausatmen. Ein. Aus. Einatmen. Ferse und Fuß zurück. Die Hand. Die rechte Hand greift jetzt den linken Fuß und wir ziehen uns nach hinten. Strecken uns aus. Strecken den Körper noch etwas höher. Atmen langsam aus. Knie sind zusammen, gehen mit dem Becken auf die Fersen. Die Arme ziehen weiter nach vorne. Die Finger ziehen die Arme vor und Steißbein zieht den Körper zurück. Atmen ein paar Mal tief in den Bauch runter. So, dass die Bauchdecke auf die Oberschenkel drückt. Und erzeugen Druck dadurch, so ein Gegendruck. Auf die Oberschenkel mit dem Bauch. Atmen ein, gehen in die obere Planke. Drehen uns nach links, so dass ein Fuß hinter dem anderen ist. Strecken die linke Hand nach oben und schauen hoch. Hier ist der Körper auch auf einer geraden Linie. Becken auf der Linie der Beine, auf der Linie der Wirbelsäule. Die untere Hand drückt den Körper weiter nach oben und die obere Hand zieht mit, zieht den Körper hoch. Brustkorb aufmachen. Hier einatmen. Ausatmen. Langsam zurückkehren. Hier ein. Langsam aus. Chaturanga Dandasana. Ellbogen näher ran. Wir halten uns knapp über dem Boden. Ziehen die Matte auseinander. Atmen aus. Einatmen hoch. Ausatmen nach rechts drehen. Und eine Hand nach oben. Ein Fuß ist hinter dem anderen. Auf einer Linie. Atmen ein, strecken den Brustkorb auseinander beim Einatmen. Atmen aus, wieder zurück, obere Planke. Atmen hier ein, langsam aus, Chaturanga Dandasana. Einatmen vor, hochrollen, Hund mit dem Gesicht nach oben. Arme sind stark, drücken den Körper noch höher. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Mit einem Druck nach hinten bringen wir uns in die Adho Mukha Svanasana. Steigen 10 cm vor, drehen die Ferse nach außen, so weit wie es geht. Handflächen strecken wir auseinander, Finger gespreizt, so weit wie es geht. Große Fläche und dann
drücken wir uns langsam nach hinten, gehen zurück mit dem Kopf tiefer runter. Und arbeiten mit der Atmung. Langsame, tief ins Körperinnere gezogene Atmung. Und genauso von weit unten ausatmen. Gehen mit dem Rücken nur ein bisschen etwas höher und greifen uns jetzt mit der linken Hand außen am rechten, an der rechten Wade, so diagonal. Linke Hand zur rechten Wade außen und gucken unter der rechten Schulter nach oben zum Himmel. Drücken das Knie zurück, mir, der rechten Seite, strecken die Wade aus, strecken die rechte Seite mir aus. Im Rücken, im Bein. Einatmen, Arm wieder vor. Und jetzt so ein bisschen wie die Beine vertreten, so Knie nach vorne und auf den Fußsohlen abrollen. Eine, dann die andere Seite. Okay, beide Fersen zum Boden, etwas mehr nach außen. Jetzt greift die rechte Hand die linke Wade von außen diagonal. Wir schauen unter der linken Schulter zum Himmel nach oben. Drücken das linke Knie zurück, strecken so mehr die Wade aus. Und die linke Schulter etwas tiefer, wenn es klappt. Und stellen die Hand wieder raus. Gehen vor. 1, 2. Und dann bleiben wir noch locker in den Knien und geben den Bauch auf die Oberschenkel drauf und strecken die Beine aus. Uttanasana. Halten die Waden, ziehen das Steißbein höher, strecken die Beine so aus, Kopf streckt man tiefer runter und zum Schluss kann man noch zusätzlich ohne Anstrengung ganz locker nur die Kniescheiben hochziehen. Atmen aus, strecken uns tiefer und langsam einatmen hoch. Arme gehen weiter während des Einatmens, ausatmen nach oben, strecken auf die Fußspitzen. Atmen oben ein, Arme etwas zurück, aus. Atmen runter und die Arme auch runter. Handflächen nach vorne, einatmen hinten ein und vorne aus. Gehen runter, die Beuge nach vorne. Gehen noch einmal so tief wie es geht. Gehen mit dem Einatmen hoch ein, Arme zurück. Oben ganz ausgestreckt. Ausatmen runter. Und noch einmal ein. Ausatmen. Tief durchstrecken. Einatmen. Arme so weit wie es geht zurück und so weit wie es geht nach oben. Ausatmen. Und gehen noch einmal in die obere Planke mit einem Sprung zurück.
Becken ist auf einer Linie mit dem Oberkörper und den Beinen. Drehen uns nach links. Noch einmal diese Position. Ein Fuß ist hinter dem anderen so auf einer Linie. Fußspitze auf der Achillessehne dran. Linke Hand nach oben. Machen folgende Übung. Heißen Vinyasas. Gehen runter mit dem Becken. Der Arm geht in einer Kreisbewegung auch runter. Gehen hoch. Becken ist jetzt höher, ist jetzt über der Linie. Und strecken den Arm nach vorne. Aus. Atmen runter. Einatmen hoch. Ausatmen runter. Einatmen hoch. Ausatmen. Und ein. Ausatmen. Einatmen. Aus. Ein. Und beim Einatmen drehen wir uns schon wieder zurück. Bleiben hier stehen. Atmen ein. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Untere Planke, Ellbogen näher ran. Halten diese Position. Ziehen die Matte auseinander. Atmen ein. Gehen hoch. Ausatmen, ganz lockerer, leichter und langsamer Sprung nach vorne. Und stehen noch einmal auf von hier. Atmen aus. Einatmen hoch. Hände oben zusammen. Utkatasana. Gehen in die Hocke, strecken uns nach oben aus. Und gucken, dass die Knie nicht zu weit nach vorne gehen, dass wir die Fußspitzen noch sehen. Stärken so die Beinmuskulatur. Atmen ein, strecken uns aus, ausatmen, runter. Rechte Seite, Vrikshasana. Fuß geht hoch auf die Innenseite. Ferse so weit wie es geht, die Ferse mehr nach vorne rausdrehen. Knie zurückstrecken, zurückfahren. Arme entweder nach oben ausgestreckt, man kann auch hier die leichtere Variante machen, oder hochstrecken. Danach sehr wichtig mit Atmung arbeiten. Versucht euch mit langsamer Atmung zu beruhigen. Euch mehr auszustrecken, diese innere Säule, diesen inneren Halt zu finden. Die innere Mitte, die vom Himmel Richtung Erde runter verläuft. Gleichzeitig von Erde auch die Energie zum Himmel hochläuft. Wenn die Arme oben sind, strecken wir uns noch höher. Atmen aus, die Arme gehen zur Seite. Und der Fuß geht zurück. Schwalbe die Ferse, versucht mal so hoch anzuheben, wie das Becken auf dieser Höhe. Kopf direkt nach vorne. Entweder wir strecken uns mit den Armen auseinander, oder von hier gibt es noch eine Kraftvariante, Kraftasana. Beide Arme vor. Virabhadrasana 3, haben wir drei verschiedene Virabhadrasanas. Ferse weiter zurück, Arme strecken vor. Und ganz langsam geht der Fuß nach vorne, der rechte gleich auf die Fußspitze vor dem linken. Pose des Krishna. Rechte Hand greifen am Handgelenk und nach links gehen, Schulterblätter zusammen.
Astrid, ihr müsst beide nach links gehen. Annika, du auch. Nee, nach links gehen. Rechter Fuß, genau, rechter. Der Fuß war richtig. Bloß dann nach links gehen. Oder andersrum, genau. Man geht immer zu der Seite, wo der Fuß auf der Fußspitze steht, die dazugehörige. Weil diese versetzte Beinposition ermöglicht, dass man sich da effektiv ausstreckt auf der Körperseite. Einatmen, Position wechseln und andere Seite das gleiche. Schultern zurück, Schulterblätter zusammendrücken und dann zur Seite gehen. Und von, nicht von dem oberen Fleck, sondern von tief unten, vom Tiefen des Beckens, aus der Tiefe ziehen wir alle Muskeln und alles Gewebe hier bis lang in die Schulter, strecken es aus. Schauen am Oberarm hoch zur linken Seite. Atmen ein. Gehen kurz zurück. Schulter und die Ellbogen weiter zurück. Kopf nach hinten. Man kann leicht auf das Becken drücken oder auf die Taille. Geringe Kraft nach vorne schieben. Die Vorderseite durchstrecken, so in der Position. Ein, ausatmen nach vorne, Beine stehen schulterbreit, die Füße und links und rechts abwechselnd die Schulter runterziehen und den Rücken so ausstrecken, die einzelnen Wirbel auseinanderziehen durch den Druck auf die Oberschenkel. Ausatmen, Füße etwas näher zusammen, Ellbogen verschränken, wir hängen mit den Ellbogen runter, entspannen uns. Man kann mit dem Kopf so kleine Bewegungen machen mit den Schultern, um zu sehen, ob sie entspannt sind. Danach wirklich entspannen, die Atmung wieder länger werden lassen, gerade werden lassen, heißt, das Einatmen ist genauso lang wie das Ausatmen. Und genauso schnell bzw. langsam. Und jetzt aus der entspannten Position streckt man die Knie mehr aus, die Beine mehr ausstrecken und die Ellbogen ziehen wir runter zum Boden. Als ob man die Ellbogen draufsetzen will am Boden. Und Bauch an die Oberschenkel mehr ran. Und so alle Rückenmuskeln ausstrecken, Beinmuskeln ausstrecken. Komplett ausatmen. Einatmen hoch. Arme zusammen, Füße zusammen ausatmen. Den ganzen Körper ausstrecken. Oben einatmen. Und wir strecken das. Die Wirbel wirklich diese Kraft bekommen, dass man sie auseinanderzieht. Langsam ausatmen. Und die linke Seite. Vrikshasana, Baum. Diese Positionen auf einem Bein beruhigen automatisch den Körper. Wenn man aufgeregt ist, sich ärgert, ein paar Minuten auf einem Bein stehen, es bringt den Kopf wieder runter, weil der Kopf muss dann andere Aufgaben erledigen, nämlich dieses Gleichgewicht zu bewahren. Wenn es gut funktioniert, das angewinkelte Knie, das geht weiter zurück, öffnet so den Bereich des Beckens, weiter zurückstrecken, Arme ziehen den ganzen Körper nach oben.
oben einatmen, noch ein bisschen strecken. Ausatmen, Arme zur Seite. Drücken die Arme auseinander, als ob man zwei Wände schiebt. Arme sind stark. Für eine kurze Zeit feste schieben. Und die Ferse geht zurück, Schwalbe. Bein nach hinten ausstrecken, Fersehöhe. Variante 1, Variante 2, wie er die gemacht hat. Arme nach vorne ausstrecken. Kraftvariante heißt Virabhadrasana. Für ein paar Sekunden die Ferse etwas höher. Und langsam beide Füße absetzen und dann machen wir so Rollbewegungen nach vorne. Die Beine sind locker, die Fußsohlen zu lockern und die Knie zu lockern. Bleiben stehen, atmen ein, nochmal Handfläche nach vorne und dann hoch. Ausatmen, runter. Knie zusammen, Füße zusammen, Bauch auf die Oberschenkel dran und noch einmal Uttanasana. In die Hocke gehen und dann aus der Hocke ausstrecken. Der Kopf geht runter und das Becken geht hoch. Das Steißbein geht hoch. Und versucht, euch den Körper flüssig vorzustellen. Die Endvariante der Asana ist wie eine Form und der Körper ist flüssig, er fließt in diese Form hinein. Die Form ist dann eure Endvariante, wo die Grenze des Körpers die Bewegung dann einschränkt, aber in dieser Endform bleiben. Der Körper ist weiterhin flüssig und fließt noch weiter. Noch einige Sekunden ausstrecken. Einatmen, der Kopf schaut nach vorne, Arme vorne auf die Matte, Sprung zurück, obere Planke. Einatmen. Langsam aus, nochmal ein. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Planke oben. Ausatmen, Planke unten, Ellbogen zurück, Matte auseinanderstrecken. Einatmen, hoch, nach rechts drehen. Ein Fuß ist hinter dem anderen rechts, hoch, der Arm, Brustkorb öffnen. Einatmen, ausatmen, Becken runter und Kreisbewegung mit der Hand zurück und zum Boden, zum Becken. Einatmen, hoch, ausatmen, runter. Ein, ausatmen. Einatmen. Arm streckt fast nach vorne, Beckenhöhe. So, der Bogen entsteht dann im Körper. Aus, einatmen. Ausatmen. Einatmen hoch. Nach vorne drehen, ausatmen. Obere Planke. Von dir gehen wir zurück in den Hund. Rechts hoch zuerst. Ausstrecken. Einatmen aus. Schritt nach vorne. Virabhadrasana 2. Hinterer Fuß schräg und auf dem Boden. Arme strecken vor. Und ziehen uns noch mehr in die Länge. Diese eine Linie, hintere Ferse bis zu den Fingerspitzen. Das vordere Knie mehr nach vorne, Becken tiefer. Strecken uns aus in der Form. Atmet mit voller Lunge die frische Luft. Einatmen, Arm runter und Knie runter. Oberkörper hoch, links hochstrecken zuerst, einatmen,
Ausatmen, Drehung nach rechts, Hände zusammen, Namaste. Parivrita Parshva Konasana. Zuerst drehen wir den Kopf hoch zum Himmel, oder dass zum Himmel schaut. Dann haben wir folgende Variante noch zum Verstärken bzw. die nächsten Stufen dieser Asana. Erste Stufe, wenn wir das hintere Bein ausstrecken. Ferse streckt zurück, Knie etwas höher, Bein ausgestreckt. Zweite Variante, wenn wir hinter dem Rücken die Arme verschließen. Wichtig ist hier auch in den Bauch zu atmen, so dass der Bauch ein bisschen stärker auf den Oberschenkel drückt. Dann gibt es eine Variante, das ist mehr Rotationsvariante. Eine Variante zum Ausstrecken, wenn wir außen den Arm absetzen, außen am Knie, am Fuß und mit dem anderen Arm, mit dem freien uns nach vorne ziehen. Ferse zurück und Arm nach vorne. Das dehnt mehr den Rücken in der diagonalen gedrehten Form. Dann gibt es noch eine letzte Variante. Machen wir ein anderes Mal. Und einatmen, der Arm geht zurück. Wir gehen hinten auf das Knie drauf und strecken jetzt den rechten Fuß zur Seite, so dass im Fuß, im Sprunggelenk ein rechter Winkel ist. Praktisch Fußspitze vor und dann geht das Bein hoch. Und wir stehen gerade auf dem linken Knie, heben nochmal die linke Hand nach oben und rutschen mit rechts am Bein runter, decken uns zu mit der linken Hand und schauen nach links oben. Strecken noch einmal Seite, Bauch, Oberkörper und die Hand, die rechte, die rutscht immer weiter runter. Atmen langsam in der Endvariante, entspannen uns, gehen noch tiefer hinein, spüren, was in der Asana passiert, im Körper. Zunge kann man zum Namo Mudra drehen und am Gaumen halten. Einatmen, hochstrecken und dann rüber nach links gehen. Linke Hand, alles steht auf einer Linie. Rechter Fuß, linkes Knie und linke Hand, gerade Linie. Oberkörper ist auch in dieser Linie drin, auf einer Ebene. Hand drehen und jetzt haben wir eine gerade Linie. Kein Bogen, gerade Linie im Idealfall von der Ferse in die Fingerspitzen der rechten Hand. Und die Linie strecken wir aus. Schauen unter der rechten Hand oder der Arm nach oben. Strecken jetzt seitlich. Die rechte Linie, die rechte Körperseite. Der Arm zieht den Körper mit und die Ferse ist wie ein Ankerpunkt. Zwischen Ferse und Fingerspitzen ist die Dehnung. Einatmen, langsam hochgehen, beide Füße auf eine Linie, Hände zusammen, noch einmal nach hinten gehen, jetzt auf den Knien, Ellbogen weiter zurück, Brustkorb jetzt hochstrecken, nach oben aufmachen und versucht jetzt nach oben in den Brustkorb so zu atmen, dass man ihn streckt durch die eigene Atmung. Hoch in die Lunge einatmen, einige paar Mal. Beim Ausatmen lass mal so ein zischendes Geräusch stehen oder dieses Meeresrauschen durch das Verengen des Rachenraumes der Stimmbänder. Wenn die Beweglichkeit es zulässt, könnte man auch auf den Fersen stützen und hier in den Schultern diese Auseinanderdrehbewegungen stehen lassen. Durch das Stützen, Brustkorb hoch, Schultern zurück. Oh.
und atmen langsam ein. Gehen über nach vorne. Als Kompensation könnte man die Bakasana machen, ein Kranich aus der Hocke, entweder nach vorne fahren, Hände ganz weit auseinander und so, dass die Mittelfinger parallel nach vorne schauen, große Fläche, große Stützfläche, rollen uns vorsichtig nach vorne, versuchen, man kann zum Lernen nur ein Bein mal abheben, abwechseln das andere und dann, wenn es einigermaßen gut funktioniert, probieren wir beide Füße hochzuheben und in der Bakasana, wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, versucht man Becken tiefer zu bringen und den Kopf mit dem Kopf hochzuschauen, danach erst, danach, wenn es gut funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, das ist die erste Variante. Wer die andere Variante ausprobieren mag, ist für manche leichter. Aus dem Stand, Arme nochmal weit auseinander, die Finger, Ellbogen zurückdrehen und die Knie gehen jetzt in die Achselhöhlen rein, auf die Rückseite des Oberarms und dann rollt man auch nach vorne und versucht die Füße abzuheben. Zweite Variante. Ganz langsam zurück. Mit der Zeit wird es immer besser, wenn man dran bleibt, wenn man auch die schwierigeren Asanas übt. Geht es mit der Zeit mehr und mehr voran. Okay, nochmal auf die Knie hochgehen und ausstrecken. Links zur Seite. Linke Seite machen wir jetzt. Links runterrutschen. Rechts zumachen von oben. Und der ganze Körper ist in einer Linie. Und strecken seitlich rechts die Bauchmuskeln. Schulter. Und dieser Zug der Bauchmuskeln seitlich zieht auch die Muskeln, die in das Becken gehen. Das ist auch so eine effektive tiefe Dehnung durch den ganzen Körper oder ins Innere des Körpers hineingehen. Einatmen hoch. Ausatmen. Arm auf eine Linie absetzen, die rechte Seite. Jetzt links ausstrecken. Eine Linie. Im Ellbogen ist auch gerade durchgestreckter Arm. Beobachten die eigene Atmung und den Zug der Muskeln im Körper. Einatmen, zurückkommen, Marjoriasana, Arme in die Mitte, einatmen, vorgehen, zurück, hochstrecken, ausstrecken, so weit wie es geht, einatmen, abtauchen und hoch, Rücken nach unten durch, die ganze Wirbelsäule durchstrecken, ausatmen, Matte nach vorne drücken beim Ausatmen, einatmen, abtauchen. Nach vorne gehen. Es ist, als ob man unter einem Zaun durchschlüpft. Diese Runtergehbewegung in einer Welle. Einatmen. Und ausatmen zurück. Gerade Position, rechts Mitte, links seitlich aufmachen. Nur ganz kurz, mach mal hier ein bisschen Dynamik, damit man spürt, wie diese Rotation auf die Muskeln im Rücken wirkt. Und wechseln, links Mitte, rechts aufmachen. Und ausstrecken, so weit wie es geht, zurückgehen. Ein, ausatmen. Runter, einatmen. Andere Seite nochmal. Aufmachen und zurückstrecken. Langsam ausatmen. Mittig die Hand setzen. Ein.
Ausatmen. Links noch einmal hoch, weit zurück. Und jetzt schlüpfen wir unter dem Arm runter. Schulterkopf auf die Mittellinie setzen. Handfläche nach oben zum Himmel. Und die rechte Handfläche auch hoch und so weit wie es geht zurückdrehen. Tief in den Bauch runteratmen. Arm auseinanderstrecken. Einatmen und rausziehen. Jetzt links mittig setzen, rechts erst hoch, etwas zurückstrecken, ausatmen, runtergehen, Schulter und Kopf Mittellinie und linker Arm nach oben und zurück drehen, so weit wie es geht. Und jede Asana erleben, ganz, ganz wichtig. Einatmen, vorsichtig zurück. Von hier Fersen etwas auseinander. Hund, Fersen am Boden absetzen, Körper zurückschwenken. Ein- und ausatmen. Kopf noch etwas tiefer, Schulter drücken den Kopf nach unten. Einatmen, etwas höher gehen, linke, rechte Ferse etwas eindrehen, links großer Schritt nach vorne, Virabhadrasana 2, nach vorne ausstrecken. Und jetzt haben wir wieder eine Mittellinie und die ziehen wir aus von der Ferse nach oben über die Fläche des Rückens, strecken den ganzen Körper. Im vorderen Knie sind fast 90 Grad. Gehen für ein paar Sekunden noch etwas tiefer, Ferse zurückstrecken. Einatmen. Abstützen am Knie, rechtes Knie absetzen. Einatmen, hoch, rechte Hand so weit wie es geht hochstrecken. Hier ein, nochmal. Ausatmen, Drehung nach links, Hände zusammenbringen, Namaste, Ellbogen auseinander. Dass die Unterarme eine gerade Linie ergeben, hinteren Fuß ausstrecken. Zweite Variante. Wer weitergegangen ist oder die nächste Variante ausprobieren möchte, hinter die Hand und die eine unten, hinter dem Rücken die Hände zusammennehmen.
oder die gestreckte Variante außen absetzen und mit ausgestreckter Hand vorstrecken. Je nachdem, was euch angenehmer in dem Zeitpunkt ist, in dem Moment, muss nicht die schwerste Variante sein. Langsam einatmen, zurück, nach vorne drehen, hinten absetzen, vorderen Fuß zurückbringen, nach hinten und wir strecken uns aus. Arme gehen weiter vor, Becken geht weiter zurück. Atmen ein, gehen nach vorne. Obere Planke. Atmen hier nochmal ein, nach dem Ausatmen. Und gehen zurück, langsam auf den Boden. Ganz langsam. Langsam ausatmen, langsam zur Runde gehen. Kurz davor jetzt noch. Und dann langsam den Körper ablegen. Ein- und ausatmen, entspannen. Einatmen, die Knie hochgehen, Arme ranziehen. Entweder durch die gekreuzten Beine nach vorne rollen oder die Knie anziehen und nach vorne rausschieben. Zuerst gerade Haltung, dann Dandasana in der Position. Einfach die Arme hochstrecken. Oberkörper in einem rechten Winkel. Arme noch etwas höher, die Schultern höher. Oben einatmen. Ausatmen, langsam nach vorne gehen. Bauch vorziehen. Brustkorb nach vorne ziehen. Der Kopf tiefer runter. Eine sehr wichtige Asana. Sehr gesunde Asana für den Rücken, wenn man sie richtig ausführt. Wenn man den Rücken zu sehr krümmt, passiert dann ein Knick unten in der Wirbelsäule. Deshalb drückt man den Bauch auf alle Fälle zuerst zurück und so tief wie es geht nach unten. Dass die Wirbelsäule selber gerade bleibt, dann streckt man sich aus entlang der Wirbelsäule. Nicht in eine Krümmung rein, sondern der Bewegungsvektor soll auf einer geraden Linie verlaufen, entlang der Wirbelsäule. Außerdem wird sie auch die Pose der Brahmacharya genannt. Brahmacharya sind Leute, die enthaltsam leben, sozusagen. Die Pose sehr gut, die Energie aus den unteren Zentren nach oben rausdrückt, nach oben konvertiert. Soll auch für einen flachen Bauch und eine straffe Taille sorgen, diese Position. Langsam einatmen, zurückgehen. Oben ausatmen. Ein Fuß über den anderen, Gomukhasana, beide Knie übereinander. Rechts oder links, je nachdem, was ihr jetzt oben habt. Das Knie, das oben ist, der Ellbogen bleibt unten. Der gegenüberliegende bei mir ist rechts oben. Dann linke Hand hochziehen, Ellbogen runter und Arme hinter dem Rücken zusammengreifen.
Das ist auch eine sehr entspannende Variante. Wenn man den Körper in eine bestimmte Position ja, verfrachtet sozusagen oder bringt, beruhigt er sich automatisch, weil diese Situation bzw. Asana für ihn ungewohnt ist. Der muss erstmal gucken, was mit ihm passiert sozusagen und schaltet übrige Prozesse ab, die er nicht braucht, im Kopf vor allem. Und da sind so die ersten kleinen Schritte Richtung Meditation und Konzentration. Entspannen die Arme zuerst, werfen die Spannung raus, stellen das Knie auf. Das untere kann man mehr so ausmitteln, Richtung Mitte drehen. Und das, was oben war, das ziehen wir jetzt zum Bauch, mehr zum Brustkorb. Und ziehen nochmal die gleiche an, die oben war, hoch. Und gehen jetzt in die Drehung rein, in die Matsyendra Asana. Einatmen und ausatmen. In der Hatha Yoga Pradipika steht übrigens die Linie, wie das Hatha Yoga vom Shiva, über welche Gurus und Lehrer weitergegeben wurde bis in unsere Zeit. Und Matsyendra war eben der zweite oder steht an zweiter Stelle hinter Shiva. Und er hat dann weiter an andere Yogins, die Hatha-Yoga-Techniken oder diese Wissenschaft vom Hatha-Yoga weitergegeben. Hier ist eben effektiv diese Rotation der inneren Organe, diese Arbeit mit dem Bauchbereich, mit dem Samana-Vayu. Atmen, langsam wieder eindrehen und zurück, beide Beine durchstrecken. Und jetzt Purvottanasana haben wir gemacht, die Tischvariante, jetzt machen wir eine gerade Variante. Beine ausstrecken, der Körper ist gerade, wie die obere Planke, jetzt nur mit dem Bauch aufwärts. Und drehen die Schultern zurück, drücken den Bauch etwas höher, versuchen die Füße abzusetzen auf dem Boden. Noch ein paar Sekunden. Bauch noch höher. Durchstrecken den vorderen Bereich. Langsam ausatmen, absetzen. Oberkörper senkrecht. Einatmen hoch. Ausatmen nach vorne, Paschimottanasana. Und einmal noch in die Paschimottanasana hineinfließen. Rückseite der Beine entspannen. Drei, vier Sekunden noch tiefer, ein bisschen mehr ziehen. Einatmen hoch. Und nochmal Gomukhasana. Jetzt die andere Seite, das andere Knie, was unten war, hochdrehen, Füße auseinander.
Versucht dann im Idealfall oder wenn das später funktionieren wird, Füße weit auseinander zu bringen. Nicht, dass die Füße einen beim Sitzen stören, sondern weiter seitlich. Das Knie, was unten ist, gleiche Hand nach oben. Und dann mach mal hinten diese 8 aus den Armen. Und wenn die Finger ineinander greifen, zieh mal die 8 noch fester oder enger zusammen. Oberkörper senkrecht, gerade Wirbelsäule. Langsam atmen. Langsam diese 8 öffnen, Arme auseinander, Knie rein und das obere Knie näher ran zum Körper. Jetzt zuerst kurz reindrehen, das Knie in die richtige Position bringen, geht diagonal die Hand nach oben, Drehung, Oberkörper hoch, Kopf geht auch nach oben und schaut zurück. Und wir massieren die inneren Organe mit Hilfe der Atmung. Genau. Tief atmen, Zwerchfell bewegen, die Bauchdecke bewegen. Und langsam einatmen, nach vorne rüberrollen, beide Füße auf eine Linie, nur die Arme gehen vor, wir strecken uns erst nach oben, nach unten, ziehen den Körper etwas zurück, Richtung Steißbein nach oben, Schultern, Oberkörper tiefer. Atmen ein, gehen in die obere Planke. Bleiben hier einige Zeit stehen. Und drehen uns nach links. Was die Strassana schaut folgendermaßen aus. Erste Variante haben wir gemacht, Arm ist nach oben. Zweite Variante, der eine Fuß steht etwas näher ran. Ist eigentlich noch die leichte Variante, dass man sich da mit dem Fuß stützt. Die nächste Variante, der Fuß ist hier wie im Baum, wie in der Vrikshasana, Arm nach oben. Probieren wir zuerst diese Variante. Oberkörper auf einer Linie. Fuß auf der Kante seitlich. Kopf schaut nach oben. Vasishtha war der Lehrer vom Rama. Rama, Avatar von Vishnu,
Und seine Geschichten werden in der Ramayana beschrieben. Vasishtha war eben der, der den Rama an seine Mission erinnert hat. Weil, wie ich schon sagte, die Maya, die Illusion dieser Welt lässt sogar Gottheiten sich selber vergessen oder vergessen, wer sie eigentlich sind. Und wir drehen uns nach vorne wieder aus, obere Planke, drehen uns gleich zur anderen Seite. Arm ausstrecken. Zuerst ein Fuß ran, Knie nach oben, Arm ausstrecken und danach Vrikshasana bzw. wie in der Vrikshasana, ein Fuß draufsetzen, Knie nach oben, Arm nach oben. Statische Posen sind die Posen, die den inneren Muskelmantel, die tiefen Muskulatur aufbauen. Es gibt keine Hetze, der Kopf kann sich dabei entspannen, die Atmung kann ruhig bleiben. Man ist ausgeglichen sozusagen. Wenn man ständig anreißt und sich bewegt bei Training oder bei Gymnastik, ist der Kopf auch zu unruhig. Und wieder vorsichtig zurück, beide Knie zusammen. Wir rollen uns wieder so raus, dass wir hinten sitzen, beide Knie aufgestellt, Ellbogen da drauf. Kinn zuerst runter, dass hinten eine gerade Linie steht. Wenn das Kinn so ist, dann haben wir da einen Knick, das ist nicht erwünscht. Also Kinn runter, Kopf nach links drehen zuerst und rechte Seite ist, rechte Hand oben am Scheitelpunkt. Und drehen mit den Armen den Kopf etwas mehr, als wir es ohne Arme schaffen würden. Atmen ein und die andere Seite. Kinn runter, Drehung. Beide Arme halten den Kopf. Man kann sich übrigens so leichte Verspannungen im Nacken auch lösen, weil man ständig so trainiert, diese Übungen macht. Dann sind die Muskeln einfach verlängerter als sonst. Und wenn man Verspannung spürt durch das so eigenständige Kopfdrehen in der Variante nach links oder nach rechts, knacken die Nackenmuskeln, die Nackenwirbel und gehen in ihre richtige Position wieder hinein. Atmen nochmal ein. Machen wir auch für Hüften eine Variante für die Hüftgelenke. Stellen ein Knie auf das andere. Fuß auf das andere Knie und ziehen das Knie von unten zum Brustkorb. Von außen kann man das genauso machen oder von innen, von der Innenseite. Drücken das mit dem Knie ran. Man kann sich auch, um das effektiver zu gestalten, hinten wegdrücken und das Schienbein ist quer am Körper und wir ziehen das ganze Schienbein ran zum Brustkorb zur Schulter. Bis hier unten dieser Zug entsteht, in der Hüfte, im Hüftgelenk. Der Kopf ist gerade. Noch etwas stärker. Dass man mit der Fußsohle die Schulter berührt. Im Endeffekt in der Endvariante. Und langsam zurück. Fuß absetzen, Bein lockern. Andere Seite. Erst ranziehen, soweit wie es geht. Brustkorb nach vorne, Bauch nach vorne. Bis hier dieses Askese-Gefühl, dieses Diskomfortgefühl entsteht. Und dann mit den Armen nach vorne drücken. Und ausstrecken. Eine Übung, die dann es erleichtert, nach einiger Zeit die, also für Padmasana Vorbereitungsübung eine sehr gute, weil die ja gerade in die richtige Richtung das Hüftgelenk belastet.
um es hier zu dieser Seite beweglicher zu machen, offen zu machen. Ein paar Sekunden noch stärker. Und wieder auslassen. Jetzt machen wir einen Rhombus, heißt Kurmasana Schildkröte mit den Füßen. Und drehen Sie weiter nach vorne, Fußsohlen zusammen. Und der Abstand Ferse und Becken ist so weit wie eure Wirbelsäule so lang. Also es ist nicht Baddha Konasana, nicht der verbundene Winkel, sondern die Füße gehen so weit vor, wie es ist, bis so ein Karo entsteht. Weil das dann wird sie gleich merken, wie das wirkt, sehr effektiv da auch auf die Hüftgelenke, auf die Muskeln in den Beinen. Und gehen wir so, wenn wir runterkommen würden, berührt genau die Stirn die Fersen im ausgestreckten Zustand der Wirbelsäule. Gehen so tief runter, wie es geht. Und arbeiten jetzt mit dieser Askese, versuchen sie zu verarbeiten, zu verdauen, umzuwandeln in Tapas. Man kann das folgendermaßen erklären. Das sind sehr, sehr viele Beispiele in den Veden, wie Weise oder Asketen jahrelang oder jahrhundertelang in einer Pose verharrt haben, um eben Tapas anzusammeln. Okay, langsam wieder zurück. Beine kreuzen, nach vorne rollen. Jetzt probieren wir noch die Vasishthasana, was das wirklich ist. Im Hund ein bisschen die Beine so vertreten. Wieder locker machen. Obere Planke. Drehung nach links zuerst. Haben wir das auf die linke Seite gemacht. Das ist fortgeschrittene Stufe Nummer 2. Schon nicht mehr Nummer 1. Die Vasishthasana. Dann machen wir den Fuß auf die Innenseite. Eine Hand nach oben. Und komplette. Na, das ist. Gibt es noch eine schwierige Variante. Nächste Variante wäre. Den Fuß greifen und nach oben auszustrecken. Da bräuchte man auch eine, zwei Herangänge oder Versuche, weil es am Anfang nicht klappt, länger so zu stehen. Braucht man auch gewisse Muskeln, damit es arbeitet? Die kann man natürlich antrainieren. Okay, dann langsam wieder zurück auf die andere Seite. Gleiche Versuch, gleiche Übung. Entweder Bein ist im Vrikshasana, Arm nach oben, oder wir greifen den großen Zeh mit der gleichen Hand, strecken den Fuß oder das Bein nach oben auf. Einige Sekunden noch. Und langsam wieder zurück. Entspannen in der Balasana. Bala bedeutet Kind. Auf Russisch heißt so spielen oder Streiche spielen Balavatsa. Auf Deutsch haben wir Balgen oder Balg bedeutet auch so kleiner oder Kind. Auf Sanskrit Bala. Balasana, Stirn auf den Boden, Arme zurück an die Fußsohlen und hier entspannen, Rücken lockern durch so Mini-Bewegungen, in sich gehen.
ganz langsam hoch. Körper ausstrecken, sitzen in der Position. Entweder wir bleiben Vajrasana oder nehmen eine andere effektive Haltung ein. Ardha, Padmasana, halbe Padmasana, wenn ein Fuß nur ist. Oder Siddhasana, eine Ferse über den anderen. Bei Jungs in der Siddhasana ist links unten, rechts oben. Bei Mädels ist rechts unten, links oben. Etwas Zeit haben wir noch. Nadi Shodhana Pranayama. Eine sehr gute Pranayama, die sogar den Körper beweglicher macht, dadurch, dass sie die inneren Kanäle reinigt. Es heißt, dass der Körper nur deshalb unbeweglich ist, weil die Nadis, die Kanäle, ja, verstopft sind und schlecht durchlässig sind. Diese Atemübung auch mit Atem anhalten und wir atmen durch eine oder die andere Nasenseite. Nasikagra Mudra, zwei Finger zwischen die Augenbrauen, Daumen und Ringfinger kontrollieren die Nasenöffnungen. Okay, weil wir müssen zuerst eine Seite, dann andere Seite ein- oder ausatmen. Das ist die Ausgangsposition. Wir atmen praktisch mit einer Nasenseite ein, 3 Sekunden, 6 Sekunden anhalten, 6 Sekunden ausatmen durch die andere Seite. Wo wir ausgeatmet haben, durch die gleiche Nasenloch wieder einatmen, 6 Sekunden anhalten, gegenüber 6 Sekunden ausatmen. Also der Bezug oder ist 1, 2, 2. Also 1 einatmen, 2 anhalten, 2 ausatmen. Wenn es 5 sind beim Einatmen, sind natürlich 10, also verdoppeln, 10 Sekunden anhalten, 10 Sekunden aus. 20 sind dann 40 anhalten, 40 ausatmen. Je nachdem, welchen Level ihr erreicht, welche Stufe. Auf alle Fälle atmen wir in das gegenüberliegende Nasenloch aus und atmen aber ins gleiche Nasenloch wieder ein und gegenüber ausatmen. Ist das deutlich so verständlich? Okay, machen wir ein paar Minuten zum Ausprobieren. Muss jetzt nicht viel sein, reicht auch 3 Sekunden. Okay? Angenommen, links einatmen, 3 Sekunden. 6 Sekunden anhalten, beide Nasenöffnungen zu, Körper etwas hochstrecken, hochziehen zum Himmel die ganze Zeit, 6 Sekunden rechts ausatmen, rechts einatmen, 6 Sekunden anhalten, links danach ausatmen. Shodhana heißt Reinigung, so wie man mit einer Bürste die Kanäle reinigt, so reinigt man mit dieser Pranayama die Nadi, die Kanäle, durch die das Prana fließt. Alle Pranayamas, die es gibt, sollte man nicht in einer Großstadt ausüben, ihr wisst. Selber denke ich, warum viele Abgase, viele Autos und andere giftige Stoffe, wenig Sauerstoff. Zusätzlicher Effekt wäre hier die Mula Bandha anspannen und hochziehen. Es bringt dann noch mehr Energie nach oben in die oberen Zentren, die oberen Chakren.
in dieser Pranayama versteht man auch, warum die statischen Haltungen so wichtig sind, die Asanas. Weil man hier den Körper gerade halten muss, aufrecht, längere Zeit den Rücken. Der Arm muss auch auf einer Position bleiben, wird natürlich müde nach einiger Zeit. Und in der Statik trainiert man eben das, dieses Verharren in einer Pose, um zu praktizieren. Weil diese tiefer gehenden Übungen sind natürlich schon effektiver, gehen noch mehr Arbeit, noch mehr mit der inneren Energie. Und man braucht vorbereiteten Körper dazu, deshalb die ganze Sache mit den Asanas sozusagen. Und diese Übung beenden wir langsam, gehen zur normalen Atmung über. Und machen heute zusätzlich noch die Vorbereitung für den Kopfstand, um die Muskeln aufzubauen. Kopfstand, der leichtere wäre, wenn die Augen in einem Dreieck sind und nach hinten, man steht auf dem Kopf und stützt mit den Ellbogen. Und der Abstand zwischen den Ellbogen ist ungefähr so eine Elle. Also nicht so weit und nicht so nah, sonst würde man kippen. Und wir machen jetzt das folgendermaßen. Setzen den Kopf rein und heben abwechselnd einen Fuß, um die Muskeln zu stärken. Anderen Fuß. So hoch wie es geht. Einen Fuß. Anderen Fuß. Und so im Wechsel. Einen Fuß. Anderen Fuß. Und wie er sich ganz sicher, nur ganz sicher ist, probiert beide Füße hochzuheben und den Kopfstand zu machen. Heißt Shirsha Asana. Man könnte hier noch stehen und ausprobieren. Oder man macht die Viparita Karani als Alternative schon jetzt. Auf dem Rücken Beine nach oben und Beine hochgestreckt. Entweder Shirshasana Kopfstand oder Viparita Karani. Aber da achtsam auch bleiben, weil wenn man zu müde wird oder schwindelig wird oder sowas, bitte hinlegen, ausruhen lieber, nichts, nicht übertreiben, den Körper nicht überbelasten. In der Shirshasana ist es wichtig, die Arme und die Ellbogen etwas anzuspannen, damit man nicht das Gewicht auf den Nacken abbekommt, sondern mehr Gewicht über die Arme nach oben geht. Also ein bisschen angespannt, nicht alles in den Nacken leiten.
Gut, wer noch steht, kann einige Zeit stehen in der Shirshasana. Oder wie gesagt, Alternative wie Viparita Karani. Diese Übungen habe ich vielleicht schon angesprochen. Machen wir alle, weil wir Energie aufgebaut haben, jetzt in allen Chakras, im ganzen Körper. Und diese Energie müssen wir jetzt irgendwie nach oben bringen. Dazu die umgedrehten Asanas zum Schluss immer. Sonst werden oder würden manche Energien uns auf den unteren Zentren nicht in Ruhe lassen. Ihren Soll einfordern sozusagen. In den oberen Zentren können wir diese Energie effektiver für alle anderen Menschen, für die Umwelt verwenden. Wer in der Viparita Karani steht, Halasana, Füße hinter den Kopf. Je nachdem, die umgedrehten Asanas lasse ich bei meinen Stunden freiwillig machen. Jeder, welche Asanas er will, wie lang er will, da gibt's, kann man individuell gestalten. Oder man macht eben mit der Gruppe mit mir zusammen, je nachdem, nach dem eigenen Gefühl, nach dem Empfinden. Es gibt Tage, da ist man stärker, könnte man sich mehr zutrauen. Manche Tage, da ist man nicht so stark und ein bisschen angeschlagen, dann sollte man es auch nicht übertreiben. Es ist auch sinnvoll, ab und zu mit halber Kraft zu trainieren, mal den Unterschied zu sehen. Wer im Flug steht in der Halasana, versucht jetzt mit den Knien die Ohren zu berühren. Heißt Karna Pidasana. Und von hier versuchen wir uns einmal auszustrecken, nochmal Sarvangasana, Schulterstand oder Kerze. Körper ist jetzt auf einer Linie, Oberkörper und Beine. Viparita Karani ist im Körper ein Winkel, ungefähr, also ein offener Winkel, 160, 170 Grad. Hier also 180 Grad, wenn man aus der Hüfte messen würde, also eine gerade Linie. Man könnte einen Arm hochstrecken oder zweiten Arm oder beide Arme. Heißt dann mit ausgestreckten Armen nach oben. Nira Lamba Sarvangasana heißt ohne Halt. Sa Lamba Sarvangasana wäre mit Halt, wenn man den Rücken leicht stützt. Okay, ihr könnt noch selbstständig einige umgedrehte Asanas ausführen oder schon in die Shavasana runtergehen.
Shavasana ist eben eine sehr gute Methode, um zu lernen, wie sich der Körper entspannt, um das zu spüren. Weil man diese Entspannung oft braucht und das ist dann eben eine Kunst, diesen entspannten Zustand den ganzen Tag aufrecht zu erhalten in den Alltagsstresssituationen. In den Stresssituationen ziehen sich oder verhärten alle inneren Organe, alle Muskeln. Das ist natürlich sehr ungesund. Und ein Pathologe, der das Wort Stress auch erfunden hat, wo das her ruht, hat festgestellt, dass alle durch den normalen Tod, nicht durch einen Unfall, gestorbene Menschen dadurch gestorben sind, dass durch den Stressaufbau während viele, viele Jahre die Organe immer verhärten, die Muskeln immer verhärten und der Mensch eigentlich durch diesen Stress, durch dieses immer verhärteter Werden stirbt. Weil dann die Energie nicht fließt. Man kann das vergleichen mit meiner jungen Pflanze, deinem vertrockneten Ast, der bricht auch, so wie der Körper im Alter oder ein kleines Kind ist immer sehr beweglich, also Beweglichkeit gleichzusetzen zur Jugend. Man kann aber bis ins hohe Alter beweglich bleiben. Das heißt, der Geist bleibt auch beweglich. Und jugendlich sozusagen. So, dass man sich alt fühlt, ist auch Kopfsache. Man kann sich auch mit 25 alt fühlen, wenn alles schmerzt und alles schlecht ist und kein Ende in Sicht. In dem Stress, man kann sich auch mit 70 jung fühlen und 80. Okay, wir gehen alle zusammen in die Shavasana, ruhen uns einen Moment aus, versuchen uns effektiv noch zu entspannen in der Position. Bewegt und entspannt den rechten Fuß, den linken Fuß, entspannt die rechte Wade, die linke Wade. Entspannt die beiden Kniegelenke. Die rechte Hüfte und die linke Hüfte entspannen. Die Entspannung kommt mit einem Signal aus dem Kopf Richtung Muskeln in diesem Bereich und entspannt sie, lässt sie fließen, sich verlängern. Hüften haben entspannt, Beckenbereich, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule. Nierenbereich und Schulterblattbereich. Arm rechts, Handgelenk, Finger entspannen. Handgelenk links und die Finger entspannen. Schulterblätter, Entschuldigung, Handgelenk. Zuerst Unterarm rechts, Unterarm links. Ellbogen. Oberarm rechts, Oberarm links entspannen, auch fließen lassen. Die Muskeln verlängern lassen. Beine sind entspannt, Arme sind entspannt. Jetzt die Bauchdecke. Bauchmuskeln fangen an zu fließen, sich zu verlängern, entspannen sich. Die inneren Organe entspannen sich. Solarplexus, Magengegend, bis nach unten durch Nieren, Brustmuskeln, Lungenflügel, obwohl sie keine Muskeln haben, die sind sowieso schon entspannt. Nackenbereich zwischen die Schulterblätter und dort enden die Muskeln, die den Nacken bewegen, hochgehen und die Muskeln entspannen. Bis zum Schädelansatz, Hals vorne und Kehlkopf. Kiefermuskeln links und rechts. Zunge. Und
eine Grimasse ziehen, so ist es leichter, das Gesicht zu entspannen. Gesicht wird entspannt, die Wangen, Nase, Augen, die Stirn entspannen sich und alle Falten verschwinden durch die Entspannung. Schläfen und Kopf, Rückseite und oben. Auch der Kopf ist entspannt, der Oberkörper. Versucht euch in diesem Raum, in dem ihr euch befindet, einfach aufzulösen. Bis zu dem Punkt, wo nur eure Atmung und sonst nichts mehr existiert. Die Atmung und der Raum. Es gibt keine Grenzen des Körpers oder sonst irgendwelche. Der weite Himmel nach oben ist unendlich. Ist nach links und nach rechts hinter den Bergen unendlich. So wie unser Bewusstsein auch unendlich ist, und der Gedanke ohne Zeitverzögerung jede Ecke, jeden Winkel des Universums erreichen kann. Nur indem man an diesen Ort denkt.
Langsam kommen wir in diese Realität wieder zurück. Bewegen die Fußspitzen, Finger der Hände. Ohne die Augen aufzumachen, reiben wir die Handflächen aneinander. Legen die Handflächen auf die Augen drauf. Wärmen die Augen mit den Handflächen. Übertragen zuerst die Wärme von den Handflächen auf die Augen. Und machen mit geschlossenen Handflächen die Augen auf. Übertragen die Energie aus den Augen durch die Arme in den Körper zurück. Okay, und massieren dann das ganze Gesicht und die Ohren. Arme strecken zurück und Füße vom Körper weg. Ziehen die Knie hoch. Eins, zweite Seite. Rollen und kippen so langsam vorsichtig vor, zurück und seitlich. Und ziehen uns noch fester zusammen. Entspannen uns schnell. Atmen noch ein paar Mal durch. Stehen langsam hoch, gehen in eine sitzende Position. Strecken den Kopf aus und analysieren unseren jetzigen Zustand für ein paar Sekunden. Körper, Geist, Verstand, unsere Wahrnehmung der Außenwelt, unsere Wahrnehmung der inneren Welt. Atmen aus, Arme seitlich einatmen, ausatmen und mit Respekt und Dankbarkeit in die Lehre der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft dafür, dass die uns diese Systeme der Selbstverwirklichung weitergegeben haben, singen wir ein dreifaches Mantra um, tief einatmen. Und verbeugen uns nach vorne. Und langsam wieder zurück. Vielen Dank für die gemeinsame Praxis.